Willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skyline mit eurem Ertakus. Ja, wir haben unser Totenproblem und Ärzteproblem so langsam ein bisschen in den Griff bekommen. Die Leute ziehen auch wieder in unsere Stadt ein, was sehr schön ist. Und ja, falls ihr meinen Kanal weiter beobachtet, habt ihr jetzt so ein kleines Vorstellungsvideo gesehen. Da ich gerne wieder Minecraft spielen möchte, will ich jetzt auch noch einen kleinen Server selber eröffnen. Und ich suche danach für Mitstreiter. Welche, die auch Lust haben, im Team zu arbeiten. Naja, es soll eigentlich darum gehen, auf so eine Art Geschichte, worum es geht, werdet ihr dann in den ersten ein paar Folgen sehen, die ich dann aufnehme. Aber es soll ein Dorf gebaut werden, im modernen Stil, mit Villagern und was sonst noch dazu gehört. Weil ich es einfach liebe, irgendwie so ein Städte bauen. Merkt man, glaube ich, nicht. Und jedenfalls wird das bald ein neues Projekt sein, was ihr auch auf meinem Kanal entdecken werdet. Zurzeit suche ich halt noch Leute, die mit Lust haben. Ja, also verfolgt einfach meinen Channel weiter. Bewerbt euch noch. Könnt ihr euch bewerben? Ich warte, ich sammle erst noch mal ein bisschen. Und dann werde ich mal gucken, wen ich dazu nehme. Es soll so ein kleines, gemütliches Projekt werden. Muss kein YouTuber sein mit 500.000 Abonnenten. Wäre natürlich schöner. Dann gucken auch viele bei den anderen rein. Aber ein gemütliches Projekt. Etwas länger. Man kann auch offscreen bauen. Muss also nicht alles aufnehmen. Aber guckt einfach euch das Video an. Und dann werdet ihr mehr erfahren. Aber erstmal wieder zurück. Ja. Wir reißen ein ganzes Gebiet ab. Das muss weg. Hier muss eine Autobahn durch. Und das wird dann mit der verbunden. Die bauen wir ein bisschen um. Damit die LKWs nicht durch die Stadt heizen. Brauchen wir Geld. Gut. Steuerschraube drehen wir jetzt mal nicht. Aber wir bereiten schon mal das Gebiet vor. Aber hier ist ein schöner Hügel. Ich glaube, den lassen wir. Den Hang. Jetzt ziehen wir die Straße hier schön am Hang lang. Schade, damit können wir es nicht verbinden. Oder doch? Vielleicht doch, weil der höher liegt. Nee. Nee, da dürfen wir auch keine Brücke, weil hier muss ja eine Autobahn durch. Also der muss weg, da muss ein Auto, da führt die Autobahn. Aber jetzt ist es mit dem Bahnhof blöd. Und da müsste ich eigentlich lang. Machen wir das ganz einfach. Nein, warte. Wir müssen ja nicht alles wegreißen. Ah, das sind noch die alten Gewohnheiten. Hier. Yeah. Gebäude verschieben. So, wir können sie einfach wegschieben. Und dann führen wir die Straße hier unten weiter. Direkt an den Schienen. Nicht genügend Geld. Yeah, I need more money. Darlehen. Komm, her damit. Darlehen ist da zum Abbezahlen. So. Das Krankenhaus müssen wir auch verschieben. Und das müssen wir verschieben.
Die brauchen Krankenhaus. Kommst du da hin? Ja, meckert mal nicht drum. Hier kommt eine Autobahn durch. Direkt hinterm Krankenhaus führt eine Autobahn lang. Die kommt dann hier rum. Dann gehen wir ein Stück rüber. Dann können wir ein Stückchen rüber gehen. Tja. Ja, ne? Das passt. Und da haben wir Shopping und Büros. Machen wir erstmal hier Shopping hin. So. Müssen wir gleich mal noch die Buslinien wegmachen, bevor wir die Straßen da wegreißen. Die Buslinien entfernen. Ich glaube, hier setzen wir Büros zwischen. Genauso wie hier. Und hier setzen wir Shopping rein. Genauso wie hier. Vielleicht siedeln sich ja da Shoppingläden. Dann gibt es bestimmt ein paar kleine. Vielleicht hier auch. Gucken, haben sie Wasser? Nein, natürlich nicht alle. Das wollen wir gleich mal ändern. Bevor sie wieder anfangen zu meckern. Wollen wir gleich mal hier, wo haben wir Bus? Bus. Hier haben wir Bushaltestellen. Die Linie entfernen wir einfach mal. Eiskalt. Hier noch, da haben wir noch eine Buslinie. Hey, weg. Weg. Und führt die Buslinie immer noch da hinten rum? Achso, wegen dem. Ja, die lassen wir einfach mal. So, da wollen wir mal den ganzen Teil wegreißen. Haben wir hier eine U-Bahn-Station? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, da haben wir keine U-Bahn-Station. Das geht nicht. So, da haben wir einen Park. Der muss weg. Das verschwindet gleich auch. Und hier können wir dann eine Autobahn durchziehen. Das muss natürlich auch weg. Es tut mir wirklich leid. Oder, nee, tut mir nicht leid. Der übliche Spruch. Alles fürs Allgemeinwohl. Hier, ich helfe euch. Es brennt. Ja, dann soll es abbrennen. Unterbrochenes Stromnetz. Ach! Nein! Das ist jetzt gar nicht gut. Fitke, machen wir mal eine Pause. Ja.
Ich glaube, da müssen wir mal wieder die Windkraft-Variante nehmen. Um auf die andere Seite zu kommen. Vielleicht schaffen wir hier mit dem Kleinen. Hey, es hätte funktioniert. So. Kriegen die jetzt Spannung. Und das ist jetzt hier sehr viel Verkehr. Gut. Und das reißen wir mal weg. Weil haben wir schön gemacht. Aber man kann uns ja wir können es nicht in die Richtung weiter verbreitern. Also bringt uns das ganze Gedünse da nichts. Und benutzt die Öko irgendwie keiner. Das ist so wie in vielen Autobahnen in Deutschland oder vielen Brücken. Es wird irgendwas gebaut und dann, ja, ne. Brauchen wir irgendwie nicht. Ja. So, Autobahn. Fangen wir mit dem da an, weil der in die richtige Richtung führt. Das wird eine hohe Autobahn. Eine sehr hohe. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hin. Dann müssen wir da hin. Ein Stückchen höher. Jetzt sind wir pleite. Dann gucken wir uns mal an, was wir da gebaut haben. Tja. Da müssen wir dann noch irgendwie Verbindung machen. Ach ja, das wird herrlich. Aber I need money. Komm, machen wir das mal mit anders. Drehen wir mal mit einer Steuerschraube. Wie kriegt man sonst mal mit Schnellgeld? Wenn wir jetzt von da nach darauf gehen und dann von der Seite darüber gehen. Ja. Kriegt das gleich eine Direktverbindung? Das ist bereits belegt. Können wir einen runtergehen? Mal von oben gucken. Ne, die Seite müssen wir nicht. Also die können jetzt schon mal in die Richtung fahren. Das ist mal schon schön. Jetzt müssen wir auch noch in die andere Richtung.
mal wieder ein höher, oder? So. Gucken, ob wir das hinkriegen. Dass es so ein bisschen schön aussieht. Doch eben, da war es schon wieder. Schon wieder. Ah ne, da verbindet er das. Nee. Gut, passt nicht. Wenn zu weit runter gehen, geht's nicht. Wenn zu hoch gehen, Gefälle zu steil. Wir wollen darüber. Oh, das wird problematisch. Das passt, aber ich muss leider einen höher. Oh, scheiße, und von oben nach unten kann ich nicht bauen, weil das ja eine Straße ist, die nach oben geht. Da, wir sind hier viel zu hoch. Daran muss es eventuell liegen. Also Autobahn muss wieder weg. Weil zu hoch. Ich glaube, das wird nichts mit dieser tollen Autobahn, was ich mir hier so überlegt habe. Da, sagt einfach Gefälle zu steil. Aber runter geht, oder wie? Ja, dann müssen wir das anders machen. Irgendwie kriegen wir das hin. Wir kriegen hier eine Schnellstraße.
Dann wird das keine Autobahn, halt nur eine Bundesstraße. Auch kein Problem. Was war das? Nee, das muss tiefer. Gucken. Nein, gefällt er nicht zu steil, das ist gut. Gut, dann müssen wir wieder ein bisschen arbeiten. Das kriegen wir aber auch hin. Da müssen wir wieder ein Stückchen höher. Dann passt das auch. So. Jetzt hatten wir doch wieder die schöne Brücke. Das schöne Geländer. Schade. So. So, und das müssen wir dann auf die andere Seite kriegen. Wenn wir jetzt hier von so rumgehen, darüber, dahin und von da dann einmal so rum. Ah, mal gucken, ob ich das hinkriege, so wie ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Wird bestimmt ganz komisch sehen. Nicht funktionieren. Vielleicht doch. Ja, dieses Gefälle zu steil, das nervt mich jetzt richtig. Wisst ihr das? Dann sollen die sich Autos mit stärkerem Motor kaufen.
Was? Ach ja, unten drunter passt es. Weil wir die Brücke hochgebaut haben, das geht auch nicht. Ah, Himmelarsch. Vielleicht kriegen wir die doch oben irgendwie rüber. So, die Folge sollte theoretisch jetzt auch schon zu Ende sein, aber wir machen jetzt wieder ein bisschen weiter. Geht das hier irgendwie überhaupt? Es geht nicht. Wir müssen hier die ganze Autobahn umbauen. Hier mit einem Schlenker reinsetzen, können wir da Brückenpfeiler zwischensetzen. Geld haben wir. So, wir müssen von unten nach oben arbeiten. Puter, das gibt's doch nicht. Ich geh jetzt ganz dicht dran, da müsste ich doch eigentlich direkt auf der Autobahn. Kriegt das hin? So. Wieder eine Autobahn in Sachen Marke Eigenproduktion. Nein, wir müssen direkt dazwischen einen Pfeiler setzen. Dann auf dieser Seite einen Pfeiler setzen. Hier wieder einen Pfeiler setzen. Eben hat er noch da. So, kann man noch schnell kommen. Ja, aber trotzdem, irgendwie sieht das blöd aus. Wir können es doch, wir können es auch anders machen. So. Ja.
Die fahren, wollten eigentlich, glaube ich, nicht da lang, aber jetzt fahren sie da lang. Ins Nirgendwo. Hier sitzen wir einen Kreisel rein. Das machen wir jetzt fertig. So, das kriegt jetzt auch noch eine Verbindung. Machen wir sie, machen wir sie, da haben wir sie. So, das lassen wir. Und da warten wir jetzt mal ab. Überhaupt, ob da überhaupt einer, ob die das überhaupt benutzen. Na, mal gucken. Steuern können wir wieder runtersetzen. 49.000 Einwohner! Juhu! Das heißt, hat das was mit den Ärzten gebracht? 300! Auf jeden Fall hat das was gebracht. Also Leute, wenn ihr Leute Probleme habt mit Gesundheit. Also mit Einwohnern. Reis macht Raucherverbot. 10% bessere Gesundheit. Holla die Waldfee. Haben wir ja schon irgendwer, der hier abbiegen will? Das müssen wir auch noch machen, weil jetzt ist der Verkehr hier und da zu stark. Ich müsste mal aufstoßen. Da fahren sie. Da fahren sie. Die ersten. Aber irgendwas mit der Autobahn müssen wir auch noch machen, weil die gefällt mir nicht. Das sieht nicht schön aus, aber das kann man dann ein anderes Mal machen. Wenn das jetzt klappt, dass wir die LKWs aus der Stadt raus haben, ist das schön. Kommen dann auch schon welche von der anderen Seite? Ja, da kommt auch schon der erste LKW von der anderen Seite. Ist das nicht herrlich? So, aber ich glaube, die Folge ist auch schon wieder viel zu lang. Sie wird benutzt, sieht nicht schön aus, erfüllt aber ihren Zweck. Wenn wir, weil es ja eh immer ein bisschen dauert, werden wir uns nächsten Mal um diese Lücke kümmern und den Verkehr. Also, sage ich einfach mal einen schönen Tag noch. Gucken wir unsere schöne Stadt an. 50.000 haben wir geschafft, 60.000 für das nächste. Dann kriegen wir ein neues Gebiet, dann können wir hier unsere Ölindustrie aufbauen. Also sage ich einfach mal, die sieht ja komisch schief aus. Das machen wir dann auch noch.